Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in Stranded Deep. Jo, ich wollte ein Regal bauen, aber ich habe zu wenig. Zu wenig Planken, weil ich noch den Boden bauen musste. Aber kein Problem, wir lassen, glaube ich, zwei oder drei Kisten hier. Die nehmen wir dann fürs nächste Mal. Dann wird das nächste Mal mit. Und ja. Von dem her alles cool. Ich sammle jetzt nochmal alle Yukas ein. Die Bäume sind noch nicht nachgespawnt. Aber alles easy. Also die Palmensetzlinge nehme ich jetzt noch alle mit. Weil ich habe das Gefühl, dass wir in nächster Zeit noch ein paar Seile brauchen. Und dann sind wir eigentlich schon bereit. Oh. Waren hier. Nee, die Kartoffeln sind weg. Nein. Das ist ganz schlecht. Wir brauchen die Kartoffeln, um Treibstoff herzustellen. Ich glaube, sowas in der Art war es. Hier unten? Nö, jetzt auch nichts. Jo, dann sind wir, denke ich, bereit, um uns zu verfahren. So, die drei Kisten bleiben hier, die sind leer. Dich müssen wir mitnehmen. Ganz wichtig. So. Können wir auch noch mitnehmen. Ich habe noch jede Menge Holz gefarmt. So, die beiden auch noch. Dann. Trinken ist voll. Jetzt müssen wir noch kurz das Fleisch loswerden. Die Reifen lasse ich hier, weil ich brauche. Brauche ich zwei oder drei? Kann ich hier nicht irgendwo Fleisch? Ja. So. Ich probiere es gerade mal. Und Transportmittel. Zwei brauche ich tatsächlich. Dann klatsch mal die jetzt noch hinten dran. Wäre ja schade, wenn man die hier lassen. So. Dann sieht das schon ganz gut aus. So. Dann müssen wir den Hammer wieder rücklegen. Sonst haben wir zu wenig Platz für all die Kisten. So. Nehme ich mal die Axt in die Hand, weil es sieht einfach besser aus. Ja. Dann kurz orientieren. Da war der Flugzeugträger. Wir müssen also einmal um die Insel irgendwo in die Richtung. Vermutlich. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Genau. So. Dann würde ich gerne noch aufs Boot drauf. Hallo? Jetzt. So. Segel setzen, Ruder. Und dann hakt Backbord oder Steuerbord. Ich kann das nie unterscheiden. So. Bin mir am Überlegen, ob ich hier auch noch einen Anker reinmachen soll. Ich habe keine Ahnung. Müssen wir mal schauen. Wir müssen ja erst wieder ein bisschen Material rankriegen für den Bootbau. Aber die Insel müssen wir uns merken. Die neben dem Flugzeugträger. Da haben wir sehr viele wichtige Materialien.
Respektiv, wir haben schon Wasser, wir haben, kann ich sagen, eine Räucherkammer. Und glaube ich sogar noch nicht alles gelootet, weil der Mast da hinten, der. Da waren wir noch nicht. So, aber wie man sieht, ich habe gut abgefarmt. Und ich denke, das könnte so eine Vorbereitungsinsel sein für nachher den Flugzeugträger. So, jetzt sind wir bei der Insel. Weil da drauf war man, als wir den Flugzeugträger gesehen haben. Dann müssen wir hier, an der war man sicher vorbei. Vermutlich, da hat es auch noch eine Insel. Leute, wir müssen mit Kompass schaffen, sonst bin ich so lost. Genau, ich glaube, da waren wir mit dem Booten. Da waren wir, glaube ich, auch. Soll ich jetzt fangen aufzustehen? Ist das unser Haus? Bin zwar der Meinung, dass das nicht unsere Insel ist, aber das sieht schwer nach Haus aus da, ne? Oh, ein Wal. Habt ihr gesehen? Die Flosse? Oh, und ein Hai. Wir haben wieder einen Mitschwimmer. Tiger. Ja, geh weg. Gut. Das ist unser Haus. Dann sind wir gar nicht so weit weg von zu Hause. Hat einfach den Anschein gemacht, weil wir so einen riesen Bogen gefahren sind. Das ist gut. Aber wir haben noch jede Menge Planken. Ich möchte mehr Regale hier drauf. Den Boden hier in der Mitte lassen wir jetzt mal so, weil ich müsste das hier alles abreißen. Das da vorne war so ein Test. Und ja, wenn man dann wirklich genug Planken übrig haben, dann können wir das immer noch ausbauen. Und respektive eine Plankenstation bauen. Du, das sieht nach Gewitter aus. Aber ja. Aber ich denke, der Ausflug, der hat jetzt ein paar Ingame-Tage gedauert. Und der war schon ganz erfolgreich. Bitte nur Regen. Ich möchte da keine großen Wellen. Ja, das ist unser Haus. Perfekt. Da hinten, habt ihr sie gesehen? Das ist gerade verschwunden. Ich werde jetzt mein Schiff extra so ranfahren, dass wir die Richtung noch etwa wissen zur Insel. Und dann mal die Himmelsrichtung abchecken, dass wir etwa wissen, wo der Flugzeugträger war. Oder was? Was die da? Nee. Nee, nee, nee. Nee, nee. Die ist schon da hinten. Ich glaube, wir kommen noch rechtzeitig durch. Hoffen wir es. Der Hai war bestimmt ein Verwandter von dem Tigerhai, den ich getötet habe. Das muss. Hab keine andere Erklärung. So, auf dieser Seite haben wir, glaube ich, keine Flachs, wollte ich jetzt sagen. Fracks. Genau, von meiner eigenen Insel werde ich beschossen. Das. So weit kommt es noch. So. Trautes Heim.
Ich weiß gar nicht, war man da unten schon? Ich glaube, da hat man zu viel Schiss, ne? Also eigentlich in der geraden Verlängerung von unserem Haus ist die Insel. Ich glaube, das können wir uns auch so merken. So, dann würde ich jetzt noch ein bisschen rüber steuern, dass wir nicht zu weit weg sind. Steine. Sandbank. Hat gereicht. Ein Steg fehlt uns auch noch. So. Dann ziehen wir mal unser Boot an Land. Wir wollen ja das nicht verlieren. Das Schwein ist immer noch unzufrieden. Das finde ich schön. Nee, ich muss erst die Kisten abladen. Sind die eigentlich leer? Die sind leer. Packen wir die mal hierher. Bisschen Ordnung schaffen, das Ganze. Leute, wir haben so viele Wellbleche. Wow! Holy shit! Mit dem habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Aber kein Problem. Unser Bett ist draußen. Schön. So, wir haben ja genug Stämme dabei. Irgendwo. Habe ich noch. Die sind wir. Wahrscheinlich sind hier die Tiere nachgespawnt, ne? Da müssen wir unbedingt das Fleisch verarbeiten. So, dann machen wir nämlich kurz ein Speergewehr. Wartet mal. Was brauche ich denn für die? Wenn wir schon dabei sind. Und zwar Sperrklebeband. Weil das habe ich alles hier drin, ne? Ich muss nur finden. Klebeband. So eine. Und so eine. So. Dann stellen wir die her. Und dann kommt die mal. Die sowieso immer auf der 1. Die auf die 2. Dann können wir nämlich. Hat es nicht geheißen, dass. Ach so, ich brauche ein Seil dazu. Kein Problem. Irgendwo haben wir das. Ich töte Haie, aber habe Angst vor einem Schwein, ne? War es das? Was ist denn das? Leichthaken. Wo ist es? Da ist übrigens eine Schlange. Die. So, dann die 1. Verband. Ja. Können wir noch ein paar nehmen. Ein Seil, zwei Seil. Eine. Zwei. Drei.
So. Ist ganz wichtig. Haha. Ich hasse das, wenn man sie nicht sieht. Wieso schießt die nicht? Müssen wir die laden? Wein? Hallo? Mit speichern. Es muss sich aber auch alles in meinem Camp befinden, ne? Das ist nicht nett. Ich höre die Schlange, aber ich sehe sie nicht. Oh. Gut. Also ich brauche unbedingt einen Aussichtsturm. Ich habe das Gefühl, ohne Lampe sehe ich fast mehr. Nee. Ist das so das Schwein? Na, schaust du blöd. Oh. Okay. Ich habe echt keine Ahnung, wie man die lädt. So kann man nicht schießen, nur beim Zielen. Okay. Wo ist es? Jo. Zum Glück haben wir gespeichert. So. Nächster Versuch. Auf Distanz geht die wahrscheinlich besser.
Ja, wir sind jetzt bei 20 Minuten, aber ich mache jetzt noch kurz 2-3 Minuten. Ah, hier ist sie. Auf dem Stapel liegen. Hier muss offen sein. Wartet mal. Licht nehmen wir mit. Oder? Da ist sie. Kann ich hier aus dem Fenster schießen? Hey! Lass meine Boje in Ruhe. Bam, Leute. Müssen wir aber noch aufpassen auf die Krabben. Jo, das Schwein ist soeben selbstständig in den Himmel gelaufen. Und hat natürlich unsere Pfeile mitgenommen. Was machst denn du in der Nacht hier? Könnte man eigentlich auch mal mitnehmen. Aber ich denke, das Schweinproblem ist gelöst. Sollst doch das nicht ablegen. So. Tod. Tod den Ungläubigen. Nee, Quatsch. So. Leute, wir haben unsere Insel gerettet. Ein weiteres Mal. Und da. Oh. Da ist das nachgespawnt. Was hat. Ja. Ich denke, ich werde mich jetzt mal ein bisschen erholen, ein bisschen Fleisch braten, auspacken, das Ganze. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr seid natürlich auch in der nächsten Folge wieder dabei. Und ja, bis dahin macht's gut. Wir sehen uns. Tschüss.